So, back by Days Gone. Ach, das hört sich alles doof an. Jetzt hör auf zu wechseln zwischen Tastatur und Controller. Was stimmt mit dir heute nicht? Drück hier doch gar nichts auf der Tastatur. Stimmt, ich hatte schon angehalten, weil ich wollte ja zu Fuß reingehen von der Stelle aus. Es ist so witzig. Steam macht irgendwie einen Haufen Schindluder mit dem Controller, wenn das Spiel, was gespielt wird, gerade kein Steam-Spiel ist. Weiter so, legst dich wieder ins Bett, Dicker. Das war nur ein Schatten. Ja, auch alles durch. Ich komme später zurück und beende dann die Arbeit hier. Erzähl doch nicht. Du kommst niemals zurück. Wir bleiben nämlich hier. Da kannst du mich nicht zurückkommen. Bei der Bumm. So. Welche Releases in diesem Monat muss ich eigentlich auf dem Schirm haben? Die Antwort alle ist übrigens nicht zugänglich. Das wusste ich noch nicht. Wohl kaum. Wie eine verschlossene Kirche, mit der ich nichts anfangen kann. Hier ist es. Shit, geht nicht auf. Zurzeit spiele ich eigentlich recht viele Open World Titel. Wenn ich so mal darüber nachdenke, das liegt nur daran, weil die Strategiespiele immer so schnell durch sind, die ich spiele. Passt schon. Mehr Beute. Also ist ein Armbrusttreffer und dann halt nachfolgend halt einmal mit dem. Muss irgendwo ein Nest in der Nähe sein. Mit der Axt schlagen gar nicht mal so schlecht. Das ist eigentlich ein ganz guter Kombo. Das Besucherzentrum. Ich muss da irgendwie rein. Sure.
Da ist das Nest. Dich kann ich brauchen. Ach, der Chat ist auch direkt total still wieder. Habe ich euch irgendwas getan? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich muss gerade noch was schauen. Ja, du schaust doch gerade hier zu. Ach, ihr Maps, ihr seid schon beide bescheuert. Dann hör ruhig. Du störst gerade viele deutsche Beamte beim Mittagsschlaf. Kann überhaupt nicht sein. Die würden überhaupt nicht auf der Straße rumlaufen, frei. Scharfschützenhinterhalt, Gott verdammt. Wo soll denn hier der Scharfschützenhinterhalt sein? Noch ein Nest. Abfackeln. Ich kann's riechen. Es muss in der Nähe sein. Noch eins. Ja, Zeit für ein Lagerfeuer. Ja, da sehe ich gerade die Linie vom Scharfschützen, wo auch immer die herkommt. So, das wäre aber echt doof runtergefallen. Entschuldigung. Mein Gott. Habe ich übrigens erzählt, da ich Burning Crusade von Blizzard bekommen habe und mich damit die Tage dann mal auseinandersetzen muss. Also muss nicht, aber... Was soll schon schief gehen? Sponsored Stream, Burning Crusade,
Kein Ding. Machen wir. Geld muss ich mitnehmen. Wir haben immer die witzigsten Auflagen insgesamt. Also nicht, dass man irgendwas sagen sollte, aber so, ne? Mach Charaktererstellung, mach Level-Up deines Charakters. Ich habe WoW früher gezockt. Ich habe auch WoW Classic gezockt hier. Eine Zeit lang. Aber es kostet einfach so viel Zeit. Und wenn du, sag ich mal, kein 100% Blizzard WoW-Account machst, oder man macht halt nur Blizzard auf seinem Channel oder sonst irgendwas, kannst du das halt einfach knicken. Ich guck gerne mal rein, nochmal in der Nostalgie mit Burning Crusade. Ich habe WoW sogar damals in der amerikanischen Beta gespielt, wodurch ich richtig schlimme Schlafprobleme hatte und immer zur Berufsschule müde kam. Weil die Server ja von der Zeitversetzung her doof waren. Und wenn du mit den Leuten spielen wolltest aus Übersee, mit den Amis, muss es dann mitten in der Nacht online sein. Dämliche Schule. Wer hat die schon gebraucht damals? Berufsschule. In der MMO-Zeit gab es keinen Schlaf. Doch, ich habe geschlafen und bin dann aufgewacht und habe den Laptop dann wieder auf meinen Schoß gesetzt und habe weitergespielt. Dann kamen meine Eltern von der Arbeit und haben gefragt, ob ich nicht in der Uni sein müsste. Da habe ich gesagt, ich bin schon wieder zurück. Und dann musste ich nur noch heimlich duschen. Das war auf jeden Fall kein normaler Umgang mit mit MMOs. Kein guter Umgang. In dem Ding soll doch noch ein Nest sein. Jedenfalls laut Anzeige. Muss die Etage hier drüber sein dann. Hat das Haus eine zweite Etage? Die Sache ist auch, du willst bei MMOs einfach fertig. Also es gibt ja keinen fertig und das ist das schlimme Problem bei MMOs, finde ich. Ich hatte als Kind einfach nicht die Möglichkeit zu sagen, also als Jugendlicher, okay, dein Ziel ist jetzt X und wenn du das Ziel erreicht hast, ist durch. Und deshalb bin ich dann in den MMOs recht gut versumpft, vor allem in den WoW-Dingern. Obwohl WoW Classic mich gar nicht so massiv gereizt hat. Eher vorher Ultima Online gespielt, sowas in die Richtung. Und dann, ja, an sich mit Burning Crusade ist die Sucht erst so richtig ausgebrochen. Und dann später halt mit, mit dem Lich King. Da habe ich auch sehr viel Zeit investiert. So, raus, lass mich das letzte Nest. Dann sind schon mal die Infizierten hier weggeräumt. Ich glaube, das war's jetzt. Scheiß Freaker-Nester. Die Gegend sollte jetzt sicherer sein. Aber dafür war ich echt... Ich war ein gern gesehener Typ auf Raid und so weiter. Witzigerweise war das Sammeln oder Farmen von den ganzen Kram für Raid, das habe ich nicht gern gemacht. Nee, genau andersrum. Warum willst du mich 1,1 Kilometer
Ach so, weil ich zur Position fahren muss. Na gut. Also wenn ihr anfängt mit Tränke sammeln und so weiter, da habe ich dann gern gesagt, guck dir mein Equip an. Der Trank, ich muss den Trank nur trinken dafür, dass andere Penner hier mit ihrem Low-Gear-Equip überhaupt noch eine Chance haben, den Boss zu legen. Wobei meine Heilerzeit war meine liebste Zeit. Du musst mit den Folgen nicht ons spielen, bla bla bla. Und ons? Drauf geschissen. Ich heile euch so besser als alle anderen in der Gruppe. Guck dir die und die an, die hat Add-ons drauf, wie kacke die ist. Ach, ich war schon ein schlimmer WoW-Spieler. Straßenräuber, verdammt. Ihr wartet wohl schon auf mich, hm? Oh Mann, was für Das war's für Sie! Oh mein Gott, er hat ein Rasierblatt auf einen Baseballschläger gemacht. Jetzt hab ich dich. Punkte mich nicht voll. Ein Kreissägenblatt. The Knight of the Old Republic MMO habe ich auch gespielt am Anfang, als das noch nicht Free-to-Play war, oder beziehungsweise in dieser Kombi-Geschichte. Da war es richtig gut, fand ich. Nur, dass halt wieder End-Content vergessen wurde. Also nicht mal, du hast ja nicht mal einfache Sachen zum Ende zu tun. Also was hast du gemacht? Die Story durchgespielt. Hast dich dann gefreut, dass die Story vorbei war. Und hast dann was anderes gespielt. Wieder WoW. Vor allem gab es in WoW und so damals schon den Dungeon Finder und sowas, als KOTOR rauskam. Dann war es in KOTOR drin und musste wieder mit Leuten reden und kommunizieren. Obwohl, vielleicht war nicht Heilerzeit meine beste Zeit, sondern noch, als ich PvP viel gemacht im WoW. Und man noch so Großadmiral, Großkommandant oder was auch immer werden konnte. Da hat man sich nämlich in der Gruppe den Titel jede Woche rumgeschoben. Ach, da habe ich noch Schurke gespielt damals. Und ging mir Hexenmeister am Anfang auf die Eier. Da war ein Hexenmeister so unglaublich stark am Anfang, weil die dich einfach totgedottet haben. Ach, daran lag das. Er hat die Mission gewechselt zwischendurch. Kacke. Entschuldigung. Ja, aber die Altraktal-Schlacht war halt total Banane. Fand ich damals. Wenn du eine ernsthafte PvP-Gruppe warst, hast du auch Altraktal nur gemacht für die Weekly und danach hast du nur noch die normalen Schlachtfelder gemacht. Altraktal am besten. Da konntest du auch ganz gut agieren, als eine nicht so gute. Nicht Altrak, sondern Arati war es, ne? Arati Hochland, Altraktal und Warsorg, Grube, schieß mich tot. Krieg den Namen gerade nicht auf die Kette. Ihr wisst alle, was ich meine. Arati-Becken, Warsong-Schlucht. Ja, Arati-Becken habe ich ja schon gesagt. Nur die Warsong-Schlucht, da war ich mir jetzt nicht mehr so sicher, weil die habe ich auch nicht viel gespielt. Schick den Druiden mit der Fahne durch.
Nee, stimmt gar nicht. Der Druide konnte in seiner Katzengestalt das Ding nicht tragen, aber der Schamane konnte in seiner Reisegestalt damals die Fahne tragen. Ich glaube, so rum war das. Es gab so gewisse, glaube ich, Ungerechtigkeiten damals noch. Hallo Flo. Bam bam badabam. Komm schon, ey. Sind wir wieder in der Apokalypse gelandet? Wir leben in der Apokalypse. Wir können ja nicht wieder landen. Die Tür ist verriegelt. Ach, danke, Rubika, fürs Rumpupsen. So, in das Ding muss ich rein. Da ist ein kleines Schloss dran, ne? Naja, klein. Großes Schloss. Muss hier doch irgendwo sein. Wenn sie WoW Free-to-Play machen würden, würdest du es wieder hier spielen. Leider nicht. Hier gibt's nicht mehr viel zu holen. Ein Listenmesser. Na also, ich sollte es Eddie bringen. Ja, und sonst nur ein Haufen leere Vitrinen. Iron Mikes Farm, nördlich von Lost Lake Camp gelegen, bemühen sich Überlebende, genug für ihre Versorgung anzubauen. Wird Iron Mike mich töten? Ach so, das ist ein anderes Lager, ist aber von derselben Person. Eddie, ich hab das Messer, das du wolltest. Danke, Deacon. Du ahnst ja nicht, wie dringend wir das brauchen. Kein Problem. Schön, dass ich helfen konnte. Jemand nähert sich dem Tor. Na, ich dachte, ich sag euch mal hallo. Los, mach auf! Mach das Tor auf. Wir haben dich im Auge. Ich denke, hier gibt's nichts zu tun, außer zu gucken. Dann zurück zu meiner Maschine. Enorm rumballern übrigens an den Farmen. Als wenn die nur endlich Munition hätten.
Ich guck nur, ob vielleicht irgendwas Tolles hier ist. Ach, warum denke ich sowas? Du musst alles erarbeiten und kaufen. Da ist nur Deacon. Müsste ich auf mich reagieren? Ich muss eh woanders lang. Ich glaube, es ist einfach durch die Stadt wieder zurück. Vielleicht finde ich ein paar Schrottteile noch, dann bin ich wenigstens wieder aufgefüllt mit Schrott. Das sind die ersten drei. Und weg. Ich habe gerade versucht zu springen. Das geht ja gar nicht. Das hat er gerade auch festgestellt. Sie. Ich komme nicht rüber. Ich kann gar nicht springen. Verflucht sei mein Erschaffer. Die 90% Sprit. Dann können wir auch Schnellreise machen. Da kommt jemand. Hey, lasst mich rein. Tor aufmachen. Hey, wir wollen keinen Ärger. Ja, ich weiß, dass ihr keinen Ärger wollt. Ich gehe auch nur zu Iron Mike direkt und... Ne, stimmt gar nicht. Zu der Ärztin und gebe dir das Messer. Hey. Oh. Hier ist das Messer, das du haben wolltest. Vielen Dank, wirklich. Ja, kein Problem. Ich habe ein bisschen mehr Dialog erwartet. Hey, cool, dass du da bist. Schön, dass du mir das Messer gebracht hast. Bleib dann noch hier für einen Kaffee. Währenddessen erzähle ich dir, was wir damals gemeinsam erlebt haben. Moment, Nahkampf. Schwertkampf.
Schwache Gegner mit einem Stein betäuben. Ach komm, Ausdauer verbraucht weniger. Rollen verbraucht weniger Ausdauer. Du hast keinen Job für mich verfügbar. Was willst du denn? Mit dir reden. Kümmer dich einfach um deinen Laden. Pass es nicht. Mein Bike steht vorne vor der Tür. Und der nimmt mir die Kohle. Klar. Für, okay. Also nimmt für $50 lässt er das reinschieben hier. Es ist, Amis, ey. Selbst in der Apokalypse. Alles Wucher. So, da hinten ist der Lisa irgendwo noch. In Koblenz haben wir noch eine weitere Mission. Glaube ich jedenfalls. Schutz für die Schwachen. Na gut, einmal zurück ins alte Lager. Was auch nicht das alte Lager ist, sondern einfach ein Gebiet vorher. Es ist okay, mach auf. Hey, wie geht's dir, Manny? St. John, ich hab einen Job für dich. Kaup. Manny soll an deinem Bike arbeiten? Nur unter einer Bedingung. Ich muss was für dich tun. Ja, schon klar. Ich will, dass du dich um ein Plünderer-Camp bei den verbrannten Hütten am Cascade Highway kümmerst. Weißt du, welche ich meine? Ja. Ja, das kenne ich. Funk mich an, wenn du Fragen hast. So, ich verkaufe euch aber nichts. Ich will nur kurz zum Mechaniker, um einmal nachzutanken. Ja, immer braucht man Sprit. Drifterleben. Wir sehen uns, Geek. Aber mit dem erweiterten Tank kann man schon eine ganze Ecke weiterfahren als vorher. Mit dem ersten Tank bisher wirklich alle paar Meter. Mein Tank geht schon leer. Weißt du mal, wie das Wetter morgen wird? Da lohnt es sich ja morgens noch in den Garten bei den Eltern zu fahren. Da bin ich nicht in der Bude so versauer. Da liegt eine Leiche am Baum. Cope, ich fahre jetzt zu diesem Driftercamp am Highway. Weißt du noch irgendwas darüber? Nicht viel. Sie folgten einem Versorgungstrupp. Der sieht nicht gesund aus, ein bisschen abgefressen. Einer von uns sollte sie ausspionieren. Er kam nicht zurück. Hast du jemanden, der nach ihm sucht? Ja. Einen Mann namens Deacon St. John. Cope Ende. Das ist ein lustiges Kerlchen. Ich wollte nur wissen, ob du vielleicht schon mal jemand hinterhergeschickt hast. Damit ich vielleicht auch nach denen schauen kann. Bevor du, sag ich mal, den Profi losgeschickt hast, wie mich. Okay, schauen wir uns mal um. Okay, was haben wir denn da? Na, also.
mich genau umschauen. Okay, mal sehen. Was ist hier los? Weiter geht's. Jetzt werde ich backgetrackt an dem mit dem abgefressenen Gesicht. Wird ja eh gleich ein Hinterhalt sein. Das ist es. Na gut. Wo? Jetzt habe ich dich. Folterer Geisel. Ach ja? Du weißt gar nichts, Hal. Die Versorgungstrupps. Wo kriegt ihr das Zeug für euer Camp her? Sag's mir! Nicht! Ich bin... Das Camp. Copeland heißt er? Wie viele Leute sind da? Im Camp! Wie viele? Alle! Wild! Los! Besorgnis! Ich bin getroffen! Runter! Ja, lauf du nur weiter rum! Der will gar nicht kommen! Schnapp ihn dir! Feuer! Feuer! Oh nein! Schnappt euch das Schwein, er hat sie erwischt! Ja, greif ihn an! Zu spät! Gut! Aufhören! Aufhören! Jetzt, sei still, ich bin dich los. Was ein Schmuck. Was? Du bist nicht... Copeland schickt mich. Komm schon, steh auf. Oh mein Gott, danke. Komm schon. Sie haben uns verfolgt bei der Beutejagd. Ich wusste nicht weiter. Hey, sei still. Kannst du laufen? Was? Ja, ja. Na dann los, lauf. Danke. Ich sag Copeland, was du getan hast. Und er hat mir in den Rücken geschossen und getroffen, aber ich bin da nicht sofort tot. Und bei der Falle bin ich eigentlich noch stehen geblieben. Ich habe eigentlich noch abgebremst und wollte gerade drehen. Toll, ich dachte, das wäre die, wo ich vorhin reingetreten bin. Die sah so kaputt aus. Bin ich vielleicht noch eine Falle, in die ich reintreten kann? Gute Nacht, Xenom.